So, erstmal Luft holen. Und erstmal das Wichtigere. Also Luft holen ist schon das Wichtigste eigentlich. Aber fast genauso wichtig ist, einen Schluck aus einer Sherry Coke nehmen, bevor ich euch begrüße. Ah. Was haben wir denn durchgemacht in den letzten Levels, ey? In den letzten Parts. Meine Fresse, was für ein ekelhafter Bossfight. Das setzt dem ganzen Spiel immer echt da nochmal die Krone auf. Ah. Keine Sorge, es geht gleich los, geht gleich los. Ich muss mich nur das Ding drauf einlassen. Ich habe gerade 10 Minuten Pause gemacht, weil ich so, wie soll ich sagen, geraged habe, könnte man sagen. Oder mich erholt habe vom Stress. Ah. Okay, dann mal los. Viel Spaß, ne? Ah. Wunderbar. Das hat ja super geklappt. Wir haben es schon fast geschafft quasi. Ja, Flammenboden, ne? Du Langweiler, du. Felsentime. Genau so war das geplant. Passt mal auf jetzt. Boah, war schon ein bisschen knapp, finde ich. So, Nummer 1. Flammenboden in. Zumindest ist wieder der Kopf wieder ein bisschen klarer. Man braucht einfach mal eine Pause. Wir sind jetzt schon im 25. Part. Im 25. Part und zwei Parts. Mir sitze ich jetzt schon an dem blöden Boss hier. Vielleicht klappt das jetzt mal ein bisschen besser. Drückt mir bitte die Daumen. Mittlerweile dürfte man es ja am Wochenende haben, oder? Ich weiß nicht so genau, wann ich das Video veröffentlichen werde oder wann ich es jetzt veröffentlicht habe, aber. Ich glaube, wir haben schon Wochenende, deswegen schönes Wochenende. Ne? Hab da jetzt ganz schön lange warten müssen, ne, auf den Part. Tut mir super leid, aber ging leider nicht anders. So, wunderbar, das hat gut geklappt. Wow. Ah, scheiße! Am Mund hängen geblieben! Verdammter Mist! Ach, ja, ich habe gerade meine Zigarette gezogen. Scheiße. Direkt die Unverwundbarkeit hergeschenkt. Warum kann man eigentlich keinen Boss mal so besiegen? Also, ja, das war natürlich ganz klar, dass ich das jetzt so verkacke. Ne? So, jetzt machen wir mal wieder richtig. Wieder richtig, ja, richtig. So, Flammenboden Ink. Flammenscheiße, Ink. Ja, Unverwundbarkeit AD.
Felsentime. Ach wo. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe da nach oben geschaut, weil der gerade die Scheiße gespuckt hat. Und dachte, da bin ich zwar noch auf den Hüpfknopf gedrückt, aber zu spät. Leck mich. Oh, zweimal Schwanz. Könnte Felsentime sein, oder? Komm schon, bitte Felsentime, Felsentime, Felsentime! Yeah! So. Oh nee, die Scheiße. Ach nee. Ich dachte schon die andere Scheiße. Wo es dann nochmal solche fetten Säulen, solche Lichtsäulen, Feuersäulen nach oben wirft. Gegen den Uhrzeigersinn natürlich. Ah, hat noch geklappt. Geil. Das ist cool, es hat noch geklappt. Böser Junge. Flammenboden. Zweite Phase. Flammenscheiße. Natürlich auch auf meiner Seite, so dass ich hier Unverwundbarkeit verliere, weil ich blöd zum Springen bin. Ah, das grenzt schon fast an Bösartigkeit, was sich da die Entwickler ausgedacht haben. Hier Felsentime. Danach kommt nochmal Flammentime. Das sage ich euch jetzt schon. Boah, das war knapp. Oh ja, siehst du Flammentime, was habe ich gesagt? Also halt hier Flammenscheiße in dem Fall. Oh, das ist die böse Flammenscheiße. Ach komm, wie soll ich denn da ausweichen, Mann? Ah, verdammt! Wie soll ich denn da ausweichen? Der Felsen war nahe und rechts waren die Säulen. Da war keine Chance auszuweichen, Mann. Ja, die Backen, ey. Du dummer Penner. Flammenboden. Ja, natürlich. Ist ja klar. Natürlich auch ganz links bei mir. Pass mal auf. Ah, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ah doch, guck mal hier. Beim Hochkommen zumindest. So, es könnte Felsentime sein, oder? Ich habe immer Time und Zeit, deswegen sage ich das S immer mit Z. Flammentime sein. Zeit. Und so. Ja, Schwanztime. Obwohl man das auch hier falsch verstehen könnte. Mit dem Uhrzeigersinn ist gut. Ist das so, Penner? Phase 2. Mittlerweile haben wir es auch schon fast um 12 oder kurz nach 12. Also es ist nicht mehr ganz so früh jetzt. Wie zu dem Zeitpunkt, wo ich noch angefangen habe. Wie noch zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. So. Aber es gibt ja keine Möglichkeit zu speichern hier am Ende des Levels. Wenn ich sage, ich mache morgen weiter oder so. Deswegen müssen wir das jetzt hier schaffen. So, Felsentime wäre jetzt cool. Und hier Flammenboden weg wäre cool. Felsentime ist schon mal incoming. Wir befinden uns immer noch in Phase 2. Jetzt ist Flammenscheiße-Time. Scheiße!
Ach komm! Wie soll ich denn bei sowas ausweichen, Mann? Das ist doch alles scheiße, ey. Das ist gar nichts. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ey. Also mal ganz ehrlich, das, was ist denn das, ey? So, was bringt er jetzt hier? Schwanztime. Was ist jetzt an der Sache? Nochmal Schwanztime. So, dann dürfte jetzt Felsentime sein, oder? Wenn's fair ist, das Spiel. Ja, diesmal ist es fair. In Anführungsstrichen fair. Felsentime Inc. Schwanztime. Und jetzt wäre es cool, wenn er hier seine Ringsrumflamme bringt. Sieht gut aus. Ah! Wow! Das war aber knapp, Mann! So frisst das. Phase 2. So, Flammenboden in. Flammenscheiße in. Ach, leck mich. So, Felsentime. Und danach bestimmt nochmal Flammentime. So, dass wir schön nochmal doppelt ausweichen müssen. Ja, natürlich, natürlich. Oh. 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 Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen Phase 2. Jetzt glaube ich dran. Bitte mach den Flammenboden jetzt weg, Mann. Natürlich, jetzt ist es mit dem Uhrzeigersinn. Ach komm, das ist doch nicht mehr schön. Wenn der Kampf mal wenigstens hier ein bisschen schneller in Gang kommen würde, aber der braucht er erstmal. So, Schwanz. Was mache ich jetzt? Flammenboden. Na komm schon. Oh, von Felsenteil. Der Wahnsinn. Oh, der Boden ist weg. Geiler Scheiß. Was kommt jetzt? Dinge, Uhrzeiger sind natürlich. Oh, nice. War das jetzt Phase 2? Nee, das, wir sind jetzt erst in Phase 2, ne? Ah, oh, ich blicke halt gar nicht mehr durch. Sind wir jetzt gerade gestorben oder haben wir jetzt schon zwar Phase 2? Ich glaube nicht, ne? Ist noch, jetzt ist es erst Phase 2. So, Flammenkrütze Ink. Schön bei mir dran wahrscheinlich auch. Und? Na, doch nicht? Das ist eine Überraschung. Ist ja fast fair. Ich krieg schon fast einen runden Daumen von diesem Analogstick nach links drücken. Scheiße, sind wir das mit dem hier löschen? Ach scheiße, da habe ich gar nicht mehr aufgepasst. Kacke. Ach, ich sehe auch nicht, wo ich bin. Sowas Dämliches, also das ist doch Designfehler, Mann. Das ist doch nicht mehr normal, dass ich nicht sehe,
wo ich da bin oberhalb des Bildschirms, Mann. Ja, ja. Bist ein alter Langweiler, ey. Wenn ich solche OP-Fähigkeiten hätte wie du, dann hätte ich mich auch schon tausendmal getötet. Ja, dann hätte ich dich auch schon tausendmal getötet, so. Ich möchte gar nicht wissen, wie dann die Endrechnung aussieht. Wie oft sind wir jetzt schon gestorben? Habt ihr mitgezählt? Ich glaube nicht, ne? Also bestimmt schon 50, 60 Mal, würde ich behaupten. Komm, mach Renner hier. Felsentime. Uhrzeiger sind natürlich. So, nice. Nein, nein, nein. Phase 2. Flammenboden. Scheiße natürlich. So, das hat gut geklappt. Flammentime. Felsentime. Scheiße Time. Boah. Okay, nice. Das war nice. Das war nicht so cool. Boah. Der Boden könnte jetzt langsam mal weg sein wieder. Dieser Flammboden. Ach, scheiße. Ich sehe halt nicht, wo ich bin oberhalb des Bildschirms. Das ist doch nicht noch, das ist doch nicht, das kann doch unmöglich so gedacht sein. Ja, da machen wir mal ein Überraschungsei, weil das ist so lustig. Das ist reiner Glück, reines Glück, wie man da, wann, was für eine Phase kommt und was für ein Boden und hast du nicht gesehen, das ist reines Glück. Sag's euch. Man kann Glück haben, dann übersteht man die ersten zwei Phasen total Bibifax-mäßig. Und dann hat man halt mal Pech, hat man zweimal Flammenboden und Flammenscheiße von oben und. Und der macht dann das natürlich gegen den Uhrzeigersinn, obwohl man es gerade mit den Uhrzeigersinn bräuchte. Ja, natürlich. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn die Flammen nicht wären. So, das war nice. Mal sehen, mal schauen, wie er es jetzt bringt. Gegen den Uhrzeigersinn natürlich. So. Ja, Flammboden, scheiße. Das heißt, es wird jetzt wieder brenzlig vermutlich. 20 Minuten schon wieder rum. Kein Schritt weiter. Im Gegenteil. Wir waren nur einmal in Phase 2. So, Flammenscheiße, Ink. Ja. Und bei Unfallgrad haben wir schon mal los. So, Felsentime. Drei Kreuze mache ich im Kalender, wenn ich den schaffe. Ey. Ja, scheiße Time, das ist mir schon klar.
müssen sie ja jetzt bringen, ne? Sonst ist er langweilig. Wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Ich habe gedacht, ich wäre schon viel weiter links, so wie ich gelenkt habe. Also, was soll das, ey? Oh, das hier ist halt die langweilig, weißt du, so. La 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 la. Ja. Machen wir mal einen Flammenboden, oder? Hatten wir ja vorhin nicht in der ersten Phase. Deswegen machen wir den jetzt einfach mal. So, Felsentime. Ah, geil, der Flammenboden ist weg, wenigstens was. Das wird mich zwar auch nicht vor dem Tod retten. Gegen den Uhrzeigersinn, of course. Penner. Und wie hat er sein Gesicht verdrängt? Verzerrt, würde ich ja nicht sagen. Genick verrenkt und Gesicht verzerrt gedacht. Und da ist dann Gesicht verrenkt rausgekommen. So, das war ja klar, ne? Oh, da habe ich Schwein gehabt. Das wird mir bestimmt noch mal abgezogen dann, ja, wird wieder irgendeine fiese Scheiße passieren. So, Felsentime. Haben wir ja gleich mal vielleicht sogar die Phase 2 wieder geschafft, das wäre ja der Wahnsinn. Was für ein Fortschritt in dieser Laufbahn des Cyanas ist das Spiels. So, Flammenscheiße, Ing. Oh, die schlimme Flammenscheiße auch noch. Oh, komm schon. So, mit dem Uhrzeigersinn natürlich jetzt. Eben war es ja noch nicht spannend genug. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß es nicht. 23 Minuten rum, kein Stück weiter. So, Flammenboden. Ich weiß auch nicht, wie ich das groß noch lustig kommentieren soll, weil es halt bloß noch frustrierend ist, ne? Ich weiß nicht, wie das dann im Endeffekt dann zum Zuschauen ist. Ob es dann trotzdem lustig oder ist oder was. Ich kann es vielleicht einschätzen, gerade weil es ist dann trotzdem mörderlustig, wie ich mich aufrege oder was. Keine Ahnung. So, Verwundbarkeit haben wir schon mal los. Das sieht super aus. Genau so wollen wir das haben. So, jetzt bringt er seine Felsen. Oder auch nicht. Na, macht er. Jetzt, guck mal hier, geil. Er kann Felsen kotzen. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. So, einmal sterben bitte. So, jetzt hat man nochmal 5 Stunden, bis er wieder da ist. So, das ist doch schön. Ah, so liebe ich das. So, Flammenboden. Oh, Flammenboden. Lass uns Freunde werden. So, Flammenscheiße, Ing. So, danke, Unverwundbarkeit, Ing. Also Verwundbarkeit irgendwo, muss ich sagen. Schaffe ich wieder nicht, ey. Ich schaff's nicht, ich war so zwei, das sag ich jetzt schon.
Ja, genau. Mir geht's nicht anders, ey. So, Flammenscheiße. So, da wollt ihr nicht auf die Plattform. Machen wir es dann nochmal von vorne. So, warten wir nochmal 5 Stunden auf den. Ach, guck mal, da ist er ja. Hi, Kumpel. So, Schwanztime. Was jetzt? Flammenboden. Nee, nochmal Schwanztime. Dann müsste er jetzt Felsentime sein, nach meiner Logik. Zumindest in der ersten Phase. Oh ja, Felsentime. Scheiße Time. Phase 2 incoming! Nein, nein, nein! Flammenboden! Nein, nein, nein! Flammenboden! Boah, das war schon wieder knapp, weil ich ein bisschen unaufmerksam langsam werde. So, jetzt kommt die Scheiße wieder. Eigentlich. Felsentime wäre jetzt cool. Und danach direkt die Rundumflamme, aber das Ding gefallen würde mir nicht tun. Da wird dann nochmal Flammenregen drin. Und? Oh yeah, Flammenregen. Juhu! Nase jucken. So, und weiter geht's. So. Wie schnell das auch ist, guck dir das mal an. Oh, wo bin ich? Warum ist jetzt der Flammenboden noch da, Mann? Ist der jetzt dauerhaft da oder was? Okay, wir haben Phase 2. Bitte, 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 bitte. Oh, das könnte ruhig mal wieder weggehen. Oh ne, jetzt macht er den wieder neu. Oh ne, der wird höher. LOL! Der wird höher! Hä? Ist das neu, dass der höher wird? Guck mal, jetzt wird er wieder niedriger. Oh, Geilomat. Das war super. Wo bin ich? Wow. Ah. Wow. Nice, 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 nice. Ah, scheiße. Och, Manno. Oh, da bringt der, da macht er den Flammen auf. Mann, ey, das gibt's doch wohl nicht. Oh, du bist so ein Langweiler. Mach doch, komm doch mal ein bisschen in die Gänge, ey. Letzter Versuch jetzt wieder für den Part. 25. Part, seit 3 Parts hocken wir jetzt an dem blöden HOMO. Bin ich ja schon wieder fast geneigt zu sagen, weil ich so frustriert bin. Ich hab nichts gegen Homosexuelle, aber. Keine Ahnung, das hat sich halt irgendwann so eingebürgert als, in Anführungsstrichen, Beleidigung. Alte Zeiten und so aus der Schule, das dürft ihr mir nicht zu böse nehmen, bitte. So, Felsentime. Das ist nochmal ein bisschen Flammentime. Nee, Schwanztime. Okay.
Okay. Oh, das war knapp, Mann. Ah, nice. Okay, Phase 2. Flammenboden natürlich. Wir hatten doch mal eine Phase 2, wo kein Flammenboden war, oder? Oder täusche ich mich da? Ich meine schon. Ja, natürlich gut, die Scheiße jetzt erstmal. Oh, das war gut. Ich meine, noch einmal es nicht verstanden, aber es war nicht schlecht. Ja, das war nicht schlecht. Okay, dann können wir. Da ist jetzt bestimmt Felsenteig dran. Flammentime. Oh, Flammentime. Könnten wir nicht doch Freunde werden? Oh, Flammentime. Oh, oh, nice. Nice, nice, nice. Das war nice. Komm, das war wirklich nice. Gegen den Uhrzeiger sind, okay. Okay. Yeah, nice, nice, nice. Ist das, Mann? So, jetzt machen natürlich hier wieder die Grütze ewig hoch. Passt mal auf. Oder? Ne, diesmal nicht. Diesmal nicht. Vielleicht haben wir Glück und es wird wieder Boden da sein. Komm schon, bitte. Nice. Bitte, bitte lass den Boden jetzt erscheinen. Nee, jetzt macht er höher. Jetzt macht er höher. Das nochmal spannend machen hier. Wir befinden uns in Phase 2. Ne, in Phase 3. Drückt mir bitte die Daumen. Felsentiming. Oh ne, die blöde Felsentime ist das jetzt. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ah Scheiße! Wohin soll ich denn da ausweichen? Da ist keine Plattform und nichts, Mann. Ach Mann. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Wieder mal. Ach Mann, seit drei Bartok, Mann, den Blödmann. Oh Mann. Das ist so frustrierend, ey. Ja, komm, mach. Blöd, Mann. Nein, Flammenboden. Man müsste dann zumindest nach Phase 2 die Möglichkeit bekommen, eine doppelte Unverwundbarkeit zu bekommen, oder? Das wäre geil. Dann könnte man so ein bisschen kalkulieren. Aber so ist, macht es das Ganze so ein bisschen ab ad absurdum, würde ich sagen. Wenn man da durchhält bis dahin, also nicht getroffen zu werden. Das ist ja dann trotzdem scheiße schwer. Man hat dann gar keinen Vorteil, gar keine Belohnung daraus. So, jetzt dürfte rein theoretisch hier Flammenrundumschlag sein. Mit Uhrzeigersinn, okay, also im Uhrzeigersinn. So, nice. So, Phase 1 ist geschafft. So, Flammenboden natürlich. Das ist so frustrierend, dieser Kampf. Weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kann gar nichts dafür, dass ich jetzt tot bin. Okay. Das war nice. Felsenteil müsste es dran sein, ne? Oh ja. Danach ist noch ein Flammentime und danach ist Flammen rundum Time.
Okay. Ah, scheiße. Scheiße! Oh Mann! Ach, Kacke, ey. Ja, ich mach's kurz. Part 25 ist zu Ende. Und wir hören uns gleich im nächsten Part weiter. Wieder, wann auch immer der für euch kommt. Ich kann's euch nicht, ich weiß es ja nicht, ne? Ich bin jetzt schon bei so, mit so vielen Parts heute am Aufnehmen, deswegen kann ich es eigentlich einfach nicht mehr sagen. Und dann hören wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe trotzdem, es hat euch in irgendeiner Weise unterhalten. Wenn nicht, dann tut's mir leid, aber ich kann es nicht ändern. Und dann hören wir uns gleich im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dennoch muss ich jetzt, das kann ich fast jetzt, muss ich fast noch ein bisschen stärker oder besser sagen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, dass ihr jetzt noch zuschaut. Und dann hören wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye und tschüss.